Was passiert alles bei dem Fest? Und wer ist eigentlich eingeladen? Lauter rauche und nasse Gesellen. Der Wind, der die Wolken zusammentreibt, Blitzhex und der Donnermann, der die Wolken umeinander schopfen, bis die Tröpfchen alle rausgumpen. Die Schneeflöckchen sind natürlich auch dabei. Am Regenfritz fällt es besonders gut. Und der Wassermann tropft, wo er steht und geht. Und lässt seine Gönte vom Milchstrassenmann aufputzen. Der Sturmreis, der Hagelhans und der Eismax kommen noch dazu. Und all die Gesellen geniessen das Fest nach Strich und Faden. Thank you.
Nach einer Weile schickt die Nachtfee die nassen Gäste an ihre Plätze, weil heute zum ersten Mal die Sonne mit ihrem Strahlenheer eingeladen worden ist. Thank you.
Ja, und jetzt? Vor lauter Fest vergessen die Kinder sicher, warum sie überhaupt in den Himmel aufgeflogen sind. Nein, nein, der Sumsemann erinnert schon daran, weil er endlich sein sechstes Beinchen haben will. Die gute Nachtfee verspricht den Kindern alle Hilfe, die in ihrer Macht steht. Und lässt eine Himmelskanone parat machen, die die Kinder auf den Mondberg schiessen kann. Unterdessen schauen die Kinder die Spielzeugwiese an. Ein Lebkuchenmännchen muss auf diese Wiese aufpassen und eine Sorge geben. Wenn es will, dass sich die Zuckerstängelbäume, Baby und Zinnsoldaten bewegen, gibt es allen ein bisschen Wasser aus seiner Spritzkante.